In diesem Video werde ich euch 10 Abwehrmechanismen aus der Psychoanalyse erklären und beleuchten, wie das mit dem psychologischen Determinismus zusammenhängt. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und euch für Philosophie interessiert, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Auf diese Weise verpasst ihr kein Video mehr. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Dieses Video ist Teil meiner Ethik-Abi-Determinismus-Reihe. Wir befinden uns gerade im Gebiet der psychologischen Determination. In den 2 vorherigen Videos bin ich auf Freuds Instanzenmodell und sein Schichtenmodell eingegangen. In diesem Video kommen jetzt die Abwehrmechanismen dran. Wir werden uns in diesem Video zuerst anschauen, was Abwehrmechanismen eigentlich sind. Anschließend werde ich 10 Abwehrmechanismen aus der Psychoanalyse erklären. Am Ende des Videos werde ich darauf eingehen, wie das mit dem psychologischen Determinismus zusammenhängt. Jetzt würde ich sagen, legen wir los. Was versteht man in der Psychologie eigentlich unter Abwehrmechanismen? Der Begriff Abwehrmechanismus geht auf Sigmund Freud zurück. Ein solcher Abwehrmechanismus ist in der Psychoanalyse eine Methode des Ichs, den Bedürfnissen bzw. Trieben des Es gegenüberzutreten, die entweder generell oder aufgrund der momentanen Situation vom Über-Ich verboten worden sind. Einfach gesagt, das Es hat bestimmte Bedürfnisse, die das Über-Ich aber verbietet. Das Ich kann mit dieser Spannung durch Abwehrmechanismen fertig werden. Falls euch die Begriffe Es, Ich und Über-Ich nichts sagen, kann ich euch sehr mein Video zu Freuds Instanzenmodell empfehlen. Machen wir weiter. Durch diese Abwehrmechanismen soll also das seelische Funktionieren des Menschen ermöglicht werden. Das geschieht dadurch, dass verhindert wird, dass unlustvolle, schmerzhafte, inakzeptable und bedrohliche Impulse und Affekte, wie zum Beispiel Angst, Schuldgefühle, Aggressionen oder Gefühle der Ohnmacht, der Überforderung, der Orientierungslosigkeit und Minderwertigkeit ins Bewusstsein gelangen. In meinem Video zu Freuds Instanzenmodell habe ich gesagt, dass nicht alle Vorgänge im Ich bewusst ablaufen. Die Abwehrmechanismen sind ein Beispiel hierfür. Sie treten nämlich nicht bewusst, sondern weitgehend unbewusst auf. Im Folgenden werde ich euch 10 Abwehrmechanismen aus der Psychoanalyse nennen und anhand von Beispielen erklären. Vorweg sei gesagt, dass Freud selbst von nur 9 Abwehrmechanismen ausgegangen ist. Freuds Nachfolger, zum Beispiel auch seine Tochter Anna Freud, haben seine Theorie ergänzt und modifiziert, sodass heute über weit mehr als nur 9 Abwehrmechanismen in der Psychoanalyse diskutiert wird. Der erste Abwehrmechanismus, den ich vorstellen möchte, ist die Verdrängung. Bei der Verdrängung wird das Eindringen unerwünschter und/oder gefährlicher Impulse in das Bewusstsein verhindert, indem diese Impulse vom Bewusstsein in das Unbewusste verdrängt werden. Diese verdrängten Impulse verlieren aber im Unbewussten nicht ihre Energie, sondern können sich zum Beispiel in Form von Träumen, Ersatzhandlungen oder Krankheitssymptomen äußern. Als Beispiel für eine Verdrängung kann man Folgendes nennen. Ein Mann, der immer wieder den Impuls verspürt, seine Frau zu betrügen, könnte zum Beispiel psychosomatische Symptome dergestalt entwickeln, dass er Nackenverspannungen bekommt. Diese machen es ihm unmöglich, sich nach rechts zu drehen, da seine Frau rechts neben ihm schläft. Das Es des Mannes verspürt hier also ein bestimmtes Bedürfnis, und zwar die Frau zu betrügen. Die verinnerlichten Werte und Normen im Über-Ich verbieten diese Gefühle aber. Daher wird der Impuls, dass der Mann die Frau betrügen möchte, in sein Unbewusstsein verdrängt und äußert sich jetzt in Form von Nackenverspannungen. Der nächste Abwehrmechanismus, den ich vorstellen möchte, ist die Projektion. Bei der Projektion werden eigene, nicht akzeptierte Eigenschaften, Gefühle und Bedürfnisse anderen Menschen oder Gegenständen zugeschrieben. Als Beispiel kann man Folgendes nennen. Eine verheiratete Frau fühlt sich von ihrem Schwager sexuell belästigt, obwohl dieser überhaupt nichts mit ihr zu tun haben will. Ihr Es hat ein sexuelles Interesse am Schwager, ihr Über-Ich verbietet das aber, weil sie verheiratet ist. Deshalb projiziert sie ihren eigenen sexuellen Wunsch auf ihren Schwager. Ein anderes Beispiel wäre ein Schüler, der es selbst mit der Wahrheit oft nicht so genau nimmt, und dieser beschwert sich dann darüber, dass andere bei Prüfungen schummeln. Sein Es hat also das Bedürfnis nach guten Noten und er schreibt deswegen ab. Sein Über-Ich verbietet das aber und um damit fertig zu werden, projiziert er sein Verhalten auf andere. Der nächste Abwehrmechanismus ist die Verschiebung. Bei der Verschiebung werden Gefühle, die man für etwas oder jemanden empfindet, auf etwas anderes oder jemand anderen verschoben. Als Beispiel könnte man einen Schüler nennen, der sich von seinem Deutschlehrer schlecht behandelt fühlt und seinen Frust deswegen an seinem kleinen Bruder auslässt. Man spricht hier auch manchmal von Aggressionsverschiebung, wenn die eigene Aggression gegen Ersatzobjekte oder Menschen gerichtet wird, wie es im eben genannten Beispiel der Fall war. Als anderes Beispiel könnte man jemanden nennen, der wütend auf seinen Partner ist und deswegen gegen eine Wand schlägt. Er würde hier die Aggression, die er seinem Partner gegenüber empfindet, auf die Wand verschieben. Als nächstes möchte ich die Sublimierung nennen, auch Sublimation genannt. Bei der Sublimation
werden nicht eingestandene oder nicht realisierbare Triebwünsche in eine sozial akzeptierte Form umgeleitet. Nach Freud ist dieser Abwehrmechanismus die Grundlage für jegliche Kultur und Zivilisation. Die Sublimation unterscheidet sich von anderen Abwehrmechanismen, weil es bei ihr zu keinen sogenannten seelischen Fehlentwicklungen kommt. Als Beispiel könnte man einen Schüler nennen, der einen unheimlichen Bewegungsdrang im Unterricht verspürt. Als Kompensation dafür schreibt er besonders aufmerksam mit. Hier hat er also einen sozial nicht akzeptierten Triebwunsch, den unheimlichen Bewegungsdrang im Unterricht, in eine sozial akzeptierte Form umgeleitet, also das besonders aufmerksame Mitschreiben im Unterricht. Ein anderes Beispiel wäre eine Person, die nach Macht über andere Menschen strebt. Als Kompensation dafür könnte sie zum Beispiel Polizist oder Politiker werden. Als nächstes möchte ich die Rationalisierung, auch bekannt als Intellektualisierung, nennen. Bei der Intellektualisierung versucht eine Person, für nicht erfüllte Bedürfnisse eine andere Erklärung zu finden, die mit dem Selbstwertgefühl vereinbar ist und logisch klingt, aber eigentlich nicht der Wahrheit entspricht. Ein Beispiel dafür ist ein Schüler, der in einem bestimmten Fach eine sehr schlechte Note bekommt, für eine Arbeit, für die er eigentlich sehr viel gelernt hat, und jetzt erklärt, dass das Fach ja gar nicht so wichtig ist, weil er es ohnehin nicht als Abiturfach wählen wollte. Ein anderes Beispiel ist ein Arbeitskollege, der in seine Kollegin verliebt ist und deswegen mit ihr zusammenarbeiten will. Als Grund dafür wird vorgeschoben, dass dies wegen ihrer kompetenten Teamarbeit für die Firma sinnvoll wäre. Der sechste Abwehrmechanismus, den ich euch vorstellen möchte, ist die Reaktionsbildung. Bei der Reaktionsbildung wird ein Triebimpuls dadurch abgewehrt, dass eine entgegengesetzte Verhaltensweise entwickelt wird. Das wirkt für Außenstehende oft künstlich. Als Beispiel könnte man einen Schüler nennen, der eigentlich in eine Mitschülerin verliebt ist, die aber bereits vergeben ist. Er wehrt diese nach seinem Über-Ich verwerfliche Liebe dadurch ab, dass er sie beleidigt und ärgert. Dann gibt es noch einen Abwehrmechanismus, den man Regression nennt. Unter Regression versteht man in der Psychologie einen Abwehrmechanismus, bei dem ein zeitweiser Rückzug auf eine frühere Stufe der Persönlichkeitsentwicklung mit einfacheren Reaktionen erfolgt. Als Beispiel könnte man ein Kind nennen, das eigentlich schon trocken war, sich aber plötzlich einnässt. Die Ursache könnte in der Geburt eines Geschwisterchens liegen, wodurch sich das Kind vernachlässigt fühlt und durch die Regression auch wieder klein und dadurch ebenso beachtet werden will wie das Geschwisterchen. Der achte Abwehrmechanismus, den ich euch vorstellen möchte, ist die Konversion. Unter Konversion versteht man in der Psychologie einen Abwehrmechanismus, bei dem sich ein psychischer Konflikt durch somatische Symptome bemerkbar macht. Als berühmtes Beispiel wird angeführt, dass eine Frau von ihrem Mann betrogen wird und daraufhin erblindet, weil sie ihre Augen vor dieser Tatsache verschließen möchte. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich bei der Verdrängung ebenfalls ein Beispiel genannt hatte, bei dem sich ein psychischer Konflikt durch somatische Symptome bemerkbar macht. Ich habe dort das Beispiel mit dem Mann und den Nackenverspannungen genannt. Vielleicht würde Freud diese Konversion ebenfalls als eine Verdrängung verstehen. Die Liste der Abwehrmechanismen, die man unterscheiden kann, hängt von der jeweiligen Theorie ab, von der man ausgeht. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Während Freud von nur 9 Abwehrmechanismen ausgeht, gibt es andere Theoretiker, die insgesamt mehr als 20 verschiedene Arten von Abwehrmechanismen unterscheiden. Jetzt werde ich euch noch 2 weitere Abwehrmechanismen nennen und anschließend werden wir uns den Zusammenhang zwischen den Abwehrmechanismen und dem psychologischen Determinismus anschauen. Jetzt möchte ich euch die Verleugnung vorstellen. Die Verleugnung ist der Schutz vor einer unangenehmen Wahrheit durch die Weigerung, sie wahrzunehmen. Bei der Verleugnung wird ein äußerer Realitätsausschnitt verleugnet und nicht wie bei der Verdrängung ein konfliktreiches inneres Verlangen ins Unbewusste verlagert. So unterscheidet sich die Verleugnung von der Verdrängung. Als Beispiel könnte man sowas sagen wie: Mir kann so etwas nicht passieren, ich werde nicht krank. In diesem Fall wurde eine unangenehme Wahrheit, und zwar die Möglichkeit, krank zu werden, verleugnet, indem gesagt wird, dass einem selbst sowas nicht passieren kann. Bevor wir gleich zum Zusammenhang mit dem psychologischen Determinismus kommen, will ich euch noch den letzten Abwehrmechanismus in diesem Video vorstellen, und zwar die Affektisolierung. Bei der Affektisolierung tritt die Person inneren und äußeren Belastungsfaktoren mit Trennung bestimmter Vorstellungen von den ursprünglichen Gefühlen gegenüber, die ursprünglich damit verbunden waren. Als Beispiel kann man nennen, dass eine Person ein traumatisches Erlebnis erlebt hat, beispielsweise eine Vergewaltigung. Die Person tritt diesem emotionalen Konflikt jetzt so gegenüber, dass sie sich von den Gefühlen isoliert, die mit dem Ereignis verbunden sind, obwohl sie sich ganz klar bewusst ist, was konkret passiert war. In der Theorie könnte man noch weitere Abwehrmechanismen anführen, über die Wissenschaftler diskutieren oder diskutiert haben. Einige Beispiele sind hier aufgelistet. Was man für dieses Video festhalten kann, ist, dass nach Freud die Verdrängung die Hauptfunktion der Abwehr ist.
An den Abwehrmechanismen und insbesondere auch an der Verdrängung gibt es aber auch durchaus Kritik. Ich habe euch in der Beschreibung einen Aufsatz verlinkt, in dem kritisch über den Verdrängungsbegriff bei Freud diskutiert wird. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne nachlesen. Doch wie hängt das jetzt alles mit dem psychologischen Determinismus zusammen? Ich möchte an dieser Stelle ein Fazit über die Videos zum psychologischen Determinismus ziehen. Zuerst gilt weiterhin, was ich in den letzten beiden Videos gesagt habe. Es gibt einerseits Es und Über-Ich, die mit Trieben und Moralvorstellungen einen großen Einfluss auf unser Ich und damit auf unser Handeln ausüben. Zudem gibt es das Vor- und Unbewusstsein, die einen großen Einfluss auf unser Bewusstsein und damit auf unser Handeln nehmen. Daran sieht man, dass wir psychisch zumindest ein Stück weit determiniert sind. Wer sich näher dafür interessiert, dem empfehle ich meine letzten beiden Videos. Die Abwehrmechanismen sind eine Methode des Ichs, um mit Trieben und Wünschen des Es fertig zu werden, welche in Konflikt mit dem Über-Ich geraten. Diese Abwehrmechanismen geschehen meistens unbewusst und die betroffene Person weiß selbst nicht, wieso sie bestimmte Dinge tut oder empfindet. Ein Schüler, der seinen Frust, den er eigentlich auf seinen Lehrer hat, auf seinen kleinen Bruder projiziert, merkt das ja meistens selbst nicht. Und auch dann, wenn ihm der Grund für den Abwehrmechanismus bewusst ist, ist noch nicht gesagt, dass er damit sein Verhalten automatisch ablegen kann. Die Abwehrmechanismen determinieren uns also insofern, als dass wir sie uns nicht bewusst aussuchen, aber sie trotzdem einen großen Einfluss auf unser Handeln nehmen. Natürlich kann man noch zahlreiche weitere psychologische und philosophische Theorien für die Beantwortung der Frage heranziehen, ob wir psychologisch determiniert sind. Das führt aber für das Ethikabitur zu weit. Ich schlage vor, wir gehen jetzt weiter zum sozialpsychologischen Determinismus. Wenn euch das interessiert, klickt gerne hierauf, um etwas über das Experiment von Asch zu erfahren. Ich wünsche euch viel Spaß, bis gleich.